Servus zusammen. Mein Aufreger der Woche heute zum Thema Plagiarismus bei der CSU. Karl Theodor zu Guttenberg ist zwar schon eine Weile weg, doch es scheint, dass seine Einstellung gegenüber geistigen Eigentums in der CSU immer noch weit verbreitet ist. Im konkreten Fall geht es um die Forderung der Freien Wähler, nämlich die dauerhafte Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie. Liebe CSU, ich finde es super klasse, dass ihr auf diesen Zug mit aufspringt. Aber bitte verkauft die Idee nicht als eure eigene. Wir Freien Wähler waren es, die als allererstes diese Maßnahme gefordert haben und das noch vor der Krise. Entwickelt doch lieber mal eigene Ideen. Das wäre vielleicht meine Idee. Aber wartet mal, dann kommt vielleicht sowas raus wie die PKW-Maut. Also lasst es bitte mit den eigenen Ideen. Ich würde euch vorschlagen, euch einfach mal als Unterstützer zu zeigen und zu sagen, die Freien Wähler hatten eine gute Idee, wir unterstützen die, anstelle uns als Koalitionspartner die eigenen einfach zu klauen. Macht's gut, bis nächste Woche.